Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zu einem weiteren Part. Let's play Ratchet & Clank. Stehen geblieben waren wir hier im... Ja, vor dem Ding. Und da gehen wir jetzt hoch. Ich glaube, das war der Weg zum... Hoverboard-Turnier, oder? Ja, war's. Das ist die Überlegung. Hi, ich bin... Ja, hallo, du bist Frau, hallo, ja. Das ist nur die Überlegung. Okay, den ersten müssen wir so oder so machen. Ja, komm, machen wir mal mit. Weil mich würde es interessieren, wie viele Bowls wir da bekommen. Okay, jetzt haben wir... Uns wurde gesagt, dieser Lombax kommt aus der Kyrill-Ebene von Felden. Okay. Er ist zum ersten Mal auf Rega. Heißen wir ihn also herzlich willkommen. Boah, jetzt erstmal wieder in das in die Kontrolle hier reinkommen. Eben erstmal gemerkt, dass ich wieder komplett verkackt habe und verpeilt habe, wie die Steuerung hier nochmal war. Ach, Scheißdreck. Ich muss mir merken, dass ich da nur zwei Tricks mache. So. Noch was zur Erinnerung. So. Zuschauer dürfen die Strecke nicht betreten. Ja, wir sehen dich. Und bitte, zieh dein Hemd wieder an. Oh, zack, zack, zack. Ja, yeah. Hier können wir schön drei Tricks machen. Jetzt auf Platz 2. Holt ihr noch rechtzeitig auf? Na klar, hallo. Und... Ach, Mann. Ja, hallo, wer ist Skip McMarks? Das hatten wir damals schon, Fräulein. Fräulein. Ah, komm. So, läuft. So, jetzt ist aber echt mein Überlegen, wie viele Bowls kriegen wir. Sehr gut, du bist der erste Lombax, der hier je gewonnen hat. Weil, Du kannst jederzeit wiederkommen. Hier kann man immer coole Preise abstauben. Ja, die Frage ist halt jetzt, ob es sich lohnt, nochmal, die ganzen Cups durchzumachen. Oder ob es sich nicht lohnt. Wie viel Geld haben wir? Es hat 10.000 gegeben. Aber bestimmt haben wir Besseres zu tun. Ja, das können wir mal machen, wenn wir wirklich die Kohle brauchen. Wenn es wirklich daran geht, dass wir nur noch die Waffen brauchen, aber vorerst können wir ja eigentlich noch den ganzen Stuff auch nur machen mit den ganzen Kleinkram. Hey, du bist gut mit dem Hoverboard. Jemand wie dich kann ich brauchen. Komm zu mir und wir reden darüber. Ich verrate nicht, wo ich bin, aber die Kanalisation unter der Stadt, ja, die hat was. Findest du nicht auch? Okay, jetzt müssen wir in die Kanalisation. Boah, hier machen wir Kreisklingen, weil ich einfach Fan von den Kreisklingen bin. Jetzt machen wir auch erstmal am besten die Waffen, die wir schon im Endstadium haben. Jetzt hier wird zum Beispiel auch den die Kreisklingen. Und machen die auf Max. Ach scheiße, jetzt habe ich nicht gelesen, was es war. Moment. Jede Munition. Ach so, ja. Mehr Munition. Also so Dinger finde ich ja lame. Will ich aber gleich mal gucken, weil die... Ach! Sehr gut. So. Das ist ja auch cool. Sieht aus wie eine Kreisklinge. Das sieht aus wie... Ja, keine Ahnung. Irgendwas. Vielleicht wieder verpixeln? Ich weiß es nicht. So. Übertaktungs... Was ist das da eigentlich? Der T-Verpixler lädt sich noch schneller auf. Moment, er lädt sich auf. Sehr gut. Kreisklingen sind mein persönlicher Favorit. Ja. Meiner eigentlich fast auch, würde ich sagen. Kreisklingen sind ist eine schöne Waffe. Gefällt mir. Oh! Also
Das, da, das war jetzt. So, und. Oh. Moment jetzt. Nein, 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 das wollte ich gar nicht. Oder wollte ich das? Vielleicht doch. Ah, okay, möglicherweise wollte ich das. Weil die werden jetzt so. Naja. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Ich nehme es mal an, dass die nicht tanzen oder anders tanzen, wenn sie im Wasser sind. Ach, da hätten wir wieder die Chance gehabt. Aber wie gesagt, ich denke es nicht. Ey. Weg mit dir. Wegschieben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ach so. Voll, kommen wir da irgendwie hoch und dem uns. Na. Nee, keine Möglichkeit. Schade. Ich dachte, eventuell hätte man hier das Spiel mal ein bisschen austricksen können. So. Hydrobeam mal wieder rein und wieder das Ganze mit Wasser füllen. Und ab in die feuchten Gewässer. So. Gut. Moment, 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 Moment. Das war mir jetzt ein bisschen zu heikel. Ist aber auch wirklich nur der eine Flug. So. Zack. Ach nö, jetzt kommt doch glaube ich diese. Okay, da rennen wir mit der Rieder rum. Wenn er jetzt wirklich diese Stelle kommt mit diesem ansteigenden Wasser. Wasserpumpen aktiviert. Ja. Oh je. Vermutlich sollten wir jetzt weglaufen. Moment, obwohl, wir können nicht dazu kommen mitnehmen. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Oh! Da war ein bisschen beeilen. Was zur Hölle? Oh, hoffentlich reicht, hoffentlich reicht, hoffentlich reicht. Ja, okay, locker. Das Wasser steigt an. Ach so, wir sind noch nicht komplett durch wieder. So. Bitte, 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 bitte. So sehr er sich auch bemühte, Ratchet konnte unter Wasser nicht. Ach, sauber. Das war nicht schnell genug. Wasserpumpen aktiviert. Ja. Oh yeah. Vermutlich sollten wir jetzt weglaufen. Ja, gut erkannt, Clank. Gut erkannt. Bäh, gut erkannt. Och Mann! Jetzt komm. Und da schnell runter und da schnell hoch. Ja, ist mir klar, Clank. So. Oh, okay, da konnten wir jetzt nochmal da sicherheitshalber Luft holen und jetzt sind wir, glaube ich, safe. Oder? Hey, jetzt sind wir safe. Super. Wir müssen weiter. Ja, ist mir doch klar. Und wir sind doch jetzt schon durch, von daher mach dir mal nicht ins Hemd. Machen sich Roboter ins Hemd? Kann man das sagen? Ach, ich weiß es nicht. Hier sieht es nach Ärger aus. Halten wir die Augen offen, Clank. So, erstmal weg damit. Hallo Mensch. Du hast also eine Rieder. Das macht dich irgendwie
zu einem Promi. Ja. Pass auf, ich gebe dir diesen Dietrich, wenn ich ein Foto von dir machen darf. Schräg, aber okay. Okay. Das war jetzt sogar mal wirklich eine Szene, die ohne... Ja, eine neue Szene. Wie gut, dass ich die einfach mal gelassen habe. Geschäfte machen? Was heißt Geschäfte machen? Hast du irgendwas für uns? Nee, der hat doch nicht mal was für uns. Lame. Jetzt will ich gerade mal was schauen. Weil es gibt doch bestimmt auch einen Titel für 100% Waffen. Beziehungsweise alle Waffen haben. Ja, erhalte jede Waffe im Spiel. Okay. Da, ja, okay, ne, dann hat sich das erledigt. Dann ist diese eine Waffe nämlich, dieser eine Waffenslot. Es gab nämlich eine Vorbesteller, eine Vorbesteller-Variante, beziehungsweise was heißt Vorbesteller-Variante, das war eine ganz normale Variante und, hey, du hast eine. Such dir noch mehr. Reise zu anderen Planeten und so. Holokarten sind überall. Und, hätte man das... Was? Zur Hölle? Was war das? Wir haben Schaden bekommen. Von was? Egal. Hui. Und? Hui. So. Ah, da ist noch das Raritanium, was wir vorhin vergessen haben. Zwei? Ja, zwei. Können wir verwerten. Werden wir auch verwerten. Aber nicht jetzt. Ich habe das Gefühl, dass wir auf Rilga noch etwas... Silberpokal, ja, das mit den Silberpokalen, das können wir echt mal machen, wenn wir... Ja, wenn wir im Herausforderungsmodus ein bisschen weiter sind, sage ich mal. Jetzt ist eigentlich kein Bedarf seither. Ach Gott, jetzt kommt ja auch wieder der Clank-Part. Ach Mann, darauf habe ich eigentlich gar keine Lust, um ehrlich zu sein. Ich will schießen, ich will Sachen kaputt machen. Captain, bitte komm. Clank und ich sind in Position und bereit für Operation Fallender Stern. Verstanden, du kannst reingehen. Ich beobachte dich von hier aus. Ja. Vielleicht ist der Dietrich hier von Nutzen. Ja, ist er auch. Aber da machen wir jetzt einfach mal wirklich Auto-Hack, weil wir haben den Titel, von daher ist es wurscht. Unsere Helden lernen eine wichtige Lektion. Der Weg zum Sieg muss an nicht alle wissen sein. Vorsitzender Bright hier. Was? Ich möchte euch für eure harte Arbeit in den letzten Monaten danken. Okay. Ich mag euer Anführer sein, aber ich bin gar nichts. Ja, du magst unser Anführer sein. Unser nicht, aber ja, gut. Blart hier in dieser Anlage. Oder Moment, haben die, habt ihr schon getan? Wir werden eine glorreiche neue Ära für unseresgleichen einläuten. Ach ja, ihr habt schon getan. Gut. So. Tack, 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 tack. Das ist praktisch. So. Ist auch weg. So, gerade noch alles kaputt machen, dass wir hier auch alles haben. So. Ihr seid auch weg und ihr auch. Mir ist zu Ohren gekommen, dass es einen Eindringling in der Anlage gibt. Wenn ihr jemanden seht, der kein Blatt ist, müsst ihr ihn gerne ausschalten. Ne? Was? Och Manno. Warum geht das hier jetzt nicht? Doch langweilig, Manu.
der wohl den machen, muss der den machen und der den. So. Du machst das klasse, Ratchet. Weiter so. Ach so, weil das so ein... Auf keinen Fall. Der war voll im Aus. Augen auf, Schiri. Ja. Er hat uns im Auge. Oder auch nicht. Ja, weil Kisten Geld beinhalten, womit wir dich ja mehr oder weniger nicht bezahlen. Nein. Von daher, ja. Bumm. Ach, obwohl, die Holokarten brauchen wir eigentlich nicht mehr. Mr. Zurkorn ist gelangweilt. Ja, schön für dich, Mr. Zurkorn. Wir machen uns trotzdem erstmal ganz normal auf den Weg und lassen uns nicht von dir stressen. Okay, da drüben sind auch wieder Gegner. So, und ja, einmal Mr. Zuckern, einmal Brenner. Brennermarsch, würde ich sagen. Brennermarsch, Brenner am Arsch. Okay, Moment. Hab ich die Viecher schon getan? So, Mr. Zuckern und Brenner. So. Ja, ist weg. Gut. Klack, 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 klack. So, ja, Mr. Zuckern, der ist draußen. Dann nehmen wir den Verpixler. Oh! Einverstanden sein. Beschwert euch einfach bei den bewaffneten, mautenlustigen Kampfbots, die zurzeit. Wo sind diese Fächer eigentlich immer? Zu eurer Sicherheit. So. Weg? Ja, du bist weg. Jeder Blag ist auf sich gestellt! So, da werfen wir wieder eine Groovy-Bombe rein. Herumexperimentiert. Ach, so ein paar Krabbeltiere machen doch Captain Quark keine Angst. Außer vielleicht Spinnen. Sind da Spinnen? Ah, jetzt habe ich ein komisches Gefühl in diesem Bett. In dieser Leitzentrale. Von wo aus ich dich beobachte. Ja, ist klar, Quark, komm. Lass es sein. Lass es einfach sein. Okay. Und hier haben wir aber alles, wie es aussieht. So. Und wir haben nun 12-fachen Bolt-Multiplikator wieder. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Ich habe erfahren, dass einige von euch sich in das Sperrgebiet schleichen und wow. Okay. Objekt 8-5-7B Echo. Dies ist eine freundliche Erinnerung, dass 8-5-7B Echo kein Haustier ist. Und wer beim Füttern erwischt wird, wird selbst verfüttert. Ach, stimmt ja, den. Den konnten wir aufladen. Stimmt ja. Ach Gott, das habe ich ganz vergessen vom Verpixler. Und der Verpixler ist eigentlich hier im Spielfach meine Lieblingswaffe. Na gut, mit den Kreisklingen. Apropos Kreisklingen. Ach du heilige Scheiße. Also der geht echt ab. Scheiß die Wand. Raritanium. Jetzt gucken wir mal, was wir wieder mit Raritanium aufmotzen. Ne, und auf jeden Fall durch die. Ich wollte vorhin noch erzählen, aber ja. Ruby. Ach so, die kriegen so gesehen eine extra Reihe. Ne, und auf jeden Fall von dem Vorbesteller-Dingens. Bei dem Vorbesteller-Ding wäre noch eine alte Waffe vom Ratchet & Clank. Phase 1? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, die Waffe hieß Rausschmeißer und war so eine Art Minenwerfer. War ziemlich nice, muss ich sagen. Also ich, ja. Das war halt wirklich wie so eine Art Minenwerfer. Das trifft eigentlich am besten. So, jetzt haben wir unser Raritanium wieder investiert.
Jetzt überlegen wir gerade mal, welche Waffe könnten wir noch gebrauchen in der nächsten Zeit? Der Ziginator, der geht noch nicht. Rieder. Ah, oh, die Rieder. Die Rieder werden wir eigentlich am allerliebsten. Ach komm, Leute, wir sparen mal für die Rieder. Autohack. Es geht einfach schneller und es ist einfach gerade eigentlich egal, ob wir das jetzt selbst machen oder ob wir das so machen. Ah, jetzt kommt das. Na gut. Ja, da sind die Kreisklingen sogar sehr gut. Können wir überspringen. Brrr. So, Kreisklingen Level up. Was? Och Mann. So. Und ja, er ist verschwunden. Stimmt also. Ja, wir holen uns einfach mal gerade die Kisten. Und so. Ach so. So. Was? So. Hölle, du Drecksvieh. Ja, du weißt ganz genau, dass du gemeint bist. So, Omega-Kreisklingen nochmal Level up. Sehr schön. Jetzt würde ich gerne. Wohl Kreisklingen Level 8. Sehr schön schon mal. Das mal. Aber ich weiß das auch nicht, hat das Teil schon. Das Teil muss noch tanzen, glaube ich, ne? So. Einmal Ruby-Bombe raus. Ja, er tanzt. Gut. Verpixler. Damit können wir den Verpixler nämlich auch sehr schön leveln. Ach komm, aber wir nehmen dann doch wieder. So. Läuft doch. Hallo, Blattdumm. Ja, läuft, komm. Ein einfacher Multiplikator. Monster besiegt und erfahren, was Greg vorhat. Wirklich? Das ist aber unglaublich super. Ja. Okay. Dann, was müssen wir jetzt mal mit überlegen? Oh. Ja, komm, wir nehmen die Karten mit, auch wenn wir sie nicht brauchen. Nice to have. Wir können ja einfach dann mal am Ende gucken, wie viele Duplikate wir haben. Hey, ich wette, die Schutztruppen könnten Düsenpacks gebrauchen. Sollen wir versuchen, auf Gaspar welche zu bekommen? So eins wollte ich schon immer. Wenn du eins besorgst. Ach so, das ist das jetzt, müssen wir die Düsenpacks holen, oder was? Naja, gut. Aber im nächsten Part müssen wir uns, glaube ich, dann auch noch die Maske holen. Die Atemmaske, glaube ich, für Clank, mit Clank. Da drüben. Meine Sensoren orten einen von Drags Prototypen außerhalb dieser Luftschleuse. Ja, das müssen wir dann leider auch noch machen. Oder warte mal, wir können auch eventuell noch in dem Part schnell. Lakritzschiff. Da war ja, glaube ich, auch noch so dieser kleine Gang da. Zu einem Transportshuttle für Drags hochwertige Experimente. Das muss ja man ihm lassen. Faul ist er nicht. Mal sehen, was er so getrieben hat. Ja, schauen wir doch mal. Weil ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade auch nicht mehr, was wir da nochmal bekommen haben. Naja, wir werden es herausfinden. Ja, da, ach so, da, ja, das ist das, wo wir als Eindringling. Ja, oh klar, okay. Eindringling erkannt. Ja, Mr. Zukon darf er nicht. Zukon ist hier. Also die Witze von Mr. Zukon oder Zukon Junior sind ja echt eher flach.
Sehr, sehr flach. Nein, ihr zerstört uns jetzt nicht den Multiplikator. So. Mr. Krokon. Ruby Bombo. Brenner. Ah, durchsuche das Blacksbee-Schiff. Okay. Was? Achso, hier war nur Raritanium oder was? Okay. Aber flüchten tun wir mit der Rida. Einfach nur weil. Bumm. So. Okay, das war echt halt nur fürs Raritanium, wie es mir scheint. Oder haben wir da irgendwas bekommen? Irgendein Gerät? Müssen wir gleich echt mal Apparate. Nee. Vielleicht der Kistenbrecher? Nee. Der Kartomat? Nee, den haben wir auch erst später bekommen. Ja, das freut mich jetzt hier gerade 100%. Sehr schön. Kartenabwurfrate plus 30%. Raritaniumabwurfrate plus 35%. Sehr schön. Wunderschön, echt. Ach Gott. Okay. Wir haben schon wieder 14 Raritanium. Kann mal schnell was gucken. Das ist dann auch nochmal Raritanium. Da ist nichts mehr. Ratchet, ich orte einen Apparat außerhalb dieser Station. Vielleicht sollten wir das untersuchen. Ja, ist ja gut, Clank. Wir schicken dich gleich auf große Reise. Davor will ich gerne noch schauen, was wir irgendwie mal verbessern können. Groovy Bombo ist eigentlich... Ich hätte eigentlich gerne erstmal was für, ja... Wie hier den Brenner. Dass wir mehr Schaden raushauen. Oh, okay, also... Da hätte ich eigentlich auch mit mehr gerechnet. Dass wir den schon... weiter ausgebaut hätten. So. Deswegen sind die auch immer so schnell weg wieder. Das erklärt einiges. Wir springen jetzt aber auch einmal noch kurz ins... unser Flugschiff. Wir springen gerade wieder rauf, weil in alten Teilen war das so, dass das dann direkt gespeichert hat. Hier sehe ich ehrlich gesagt nirgendwo irgendwie ein Symbol, ob es gespeichert hat oder nicht. Nachdem ich aber da drin war, das beruhigt mich ein wenig. Und deswegen würde ich sagen, beenden wir den Part an dieser Stelle, beziehungsweise an... Moment. Nein. An dieser Stelle. Ne, da müssen wir dann weiter. Genau. An dieser Stelle und ich sage, ja okay, obwohl. Ich werde nämlich jetzt das Spiel auch dann erstmal beenden und schlafen gehen. Deswegen ist es eigentlich scheißegal, ob wir jetzt hier hingegangen sind oder nicht. Aber auf jeden Fall im nächsten Part starten wir dann hier. Wobei. Wir können zumindest eigentlich noch hier hin. Hier hat es nämlich dann auch auf jeden Fall gespeichert. Und an dieser Stelle beende ich dann den Part und sage ciao, ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ratchet & Clank. Also macht's gut, Leute.